Seid ihr herzlich willkommen. Er erwartet etwas von dir. Er möchte, dass du dich meldest. Er möchte eine Nachricht von dir bekommen. Sollst du diesen Wunsch erfüllen? Das schauen wir an bei dieser Legung. Hier in die Mitte sehen wir Aquamarin und bedeutet für diese Orakel, du sollst etwas mit anderen Augen betrachten. Aquamarin bringt aber auch Glück. Und hier sehen wir diese Edelsteine rundherum, Aquamarin. Aquamarin bedeutet übersetzt Wasser des Meeres, also steht mit Wasserelement in Verbindung und das symbolisiert die Gefühle. Aquamarin war Glückstein und Amulett damals bei Seeleuten, schützte von schlechtem Wetter. Aquamarin bringt Glück bei Neugeborenen oder bei Geburt, aber bei Hochzeit auch. Im 19. Hochzeitstag bringt Aquamarin besonderes Glück für diese Ehe. Aquamarin bedeutet auch Anziehungskraft und bringt Glück in die Liebepartnerschaft. Wenn du möchtest, dass dein Seelenpartner zu dir kommt oder dass er zusammenbleibt oder dass diese Anziehungskraft besteht oder möchtest du das stärken, dann schenke Aquamarin zu deinem Seelenpartner und eins sollst du behalten. Dann hat er einen Edelstein, du auch, und die beiden Edelsteine sorgen für diese starke Anziehungskraft. Aquamarin ist auch Stein der Seelen und stärkt die Intuition, hilft die Ruhe zu finden und die Geborgenheit, hilft bei Problemen lösen. Aquamarin ist auch Heilstein, reinigt Aura. Als Halskette ist gut bei Atemerkrankungen, hilft bei Hautallergien, bei Heuschnupfen, bei Nackenschmerzen, bei Nervenschwäche und stärkt die Sehkraft, also hilft auch bei Augenerkrankungen. Und jetzt schauen wir an, was zeigen die Bilder. Diese Stern oder Sternen bringen Glück, genauso wie dieser Edelstein Aquamarin. Vertraue dein Schicksal, vertraue an diesem Liebesglück. Die Sternenhimmel zeigt auch die Zeitqualität, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Wenn das der richtige Augenblick ist, dass du ihm schreiben sollst, dann mach das bitte. Wenn aber deine Intuition sagt, nein, lieber nicht, ich warte, bis er sich meldet, dann höre auf deine Intuition. Und Aquamarin stärkt auch die Intuition. Diese hohe Priesterin hütet ein geheimnisvolles Buch, die Akasha-Chronik, wo die Schicksalswege beschrieben sind. So ähnlich wie bei den Stammbildern. Es passiert so, wie das im Sternen geschrieben ist. Es passiert so, wie das im Akasha-Chronik steht. Euren Schicksalswegen haben sich gekreuzt. Euren Schicksalswege wird wieder kreuzen. Und das bedeutet auch ein Treffen. Und diese Treffen sehen wir schon hier. Ein Austausch von Gefühlen, weil die Kelchen symbolisieren das Wasserelement. Und Wasserelement zeigt die Gefühle genauso wie Aquamarin, Wasser des Meeres.
Hier kommt bald einiges in Bewegung und entweder du bestimmst die Richtung oder bist du eher zurückhaltend, dann soll er endlich mal in Bewegung kommen. Hier dieser Bild zeigt die Ungerechtigkeiten und das betrifft die Finanzen oder die Arbeit, weil hier erscheinen die Münzen. Natürlich kann das auch die inneren Werte auch sein und er ist enttäuscht und vielleicht hat Angst, nochmal enttäuscht zu werden oder passieren so viele Ungerechtigkeiten gerade bei ihm. Aber immerhin hat er seine Träume, die Wünsche, die Sehnsüchte und er hofft, dass alles auf seinen Schoß fällt. Wenn aber er daran glaubt und will diese Träume verwirklichen, dann wird dieser Traum auch wahr sein. Für dich persönlich ist wichtig, bewahre deine Position, weil du bist hier die Herrscherin und vertrittst du die weibliche Energie, deine Schönheit, deine Weiblichkeit, deine liebe Art, das ist die Venus-Symbol. Aber auf diesem Bild sehen wir auch Demeter, Mutter Erde. Und Demeter bedeutet nicht unseren Planet Erde, das ist Gaia, sondern Demeter symbolisiert die Natur auf die Erde. Diese Fruchtbarkeit, die Göttin, die Fruchtbarkeit. Und hier blüht etwas auf und es trägt auch Früchte. Bleib in diesem Vertrauen. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.